Schnelle Herleitung zum Integralsatz von Gauß könnte wie folgt aussehen. Wir haben im externen Video die Divergenz herleiten können. Das Resultat dort war, okay, ich habe ein Skalarfeld. Die Divergenz ist ja nichts anderes als ein Skalarfeld. Ich habe mich auf ein Strömungsfeld bezogen. Wir haben die Hydrodynamik sozusagen untersucht, also Strömungsverhalten vom Wasser. Und ja, dann hatten wir dieses Resultat hier. Ja. Dieser Zahlenwert auf der linken Seite wird so errechnet. Ja. Und zwar an jeden Raumpunkt. Ja? Okay. So, jetzt hatten wir das Ganze so weit, dass wir dieses infinitesimale Volumenelement als Einheitsvolumenelement betrachtet hatten und das natürlich dann einsetzen mussten. Wenn ich die Gleichung hier oben verwenden will, ja, das ist diese Schreibweise, dann kann ich das Volumenelement auch wieder dazu schreiben. Brauche ich es aber auf der anderen Seite auch, ja? Also das war ja unser Ergebnis. Diese Menge Wasser, ja, fließt pro Sekunde. Wir hatten die Basiseinheit der Sekunde gesetzt, also die Basiseinheit der Zeit ist die Sekunde, also hatten wir dort die Sekunde gesetzt. Diese Wassermenge strömt, ja, pro Sekunde in meinen Würfel mit dem Volumen, ja, mit diesem infinitesimalen Volumen. Okay? Ja gut, dann kann man das formal auch hinschreiben, ja, was wir da gemacht haben. Wir haben den Fluss durch eine geschlossene Würfeloberfläche. Der Würfel war sehr klein, ja, aber hat insgesamt eine Oberfläche. Und dieser Fluss hier, ja, ist von der Größenordnung nichts anderes als das hier, ja, diese Zahl. Pro Sekunde, ja, das hat man immer im Kopf dabei. Das schreibt man nie hin, die Sekunde. Wenn man irgendwas konstant einsetzt, eins schreibt man niemals dazu. Also man kennt es ja, man schreibt nie einmal x. Ja, es ist immer x. Okay, dann schreibt man auch nicht, ja, häufig nicht irgendwas pro Zeit. Ja, wenn ich die Zeit hier als 1 betrachte, ja. Dann schreibe ich bestenfalls noch die Einheit dazu, ja, und das war's. Aber den Zahlenwert nicht. So, also zurück zu dem hier. Ich habe einen kleinen Würfel, den habe ich ja ins Wasserbecken gelegt, ja, und dann hatten wir gesehen, okay, der Zahlenwert, der hier rauskommt, ist ja letztlich nichts anderes als ja die Wassermenge, die pro Sekunde da durchfließt, ja. Also kann ich die linke Seite doch formulieren, ja. Wir haben ein Vektorfeld, das war unser Strömungsfeld. Das hatten wir ja über diese Würfeloberfläche integriert. Ja, dazu muss man natürlich die Würfeloberfläche in kleine, ja, Oberflächenelemente zerlegen. Und da wir hier ein Vektorfeld integrieren, brauche ich natürlich hier den Vektor. Ja, soweit hatten wir das. Aber jetzt kommt ja im Integralsatz von Gauß hier ein Dreifachintegral vor. Ja, wie kriegen wir das hier rein? Naja, ich kann mir mal einen großen Würfel anschauen. Ja. Einen großen Würfel. Okay, den kann ich ja in meine kleinen infinitesimalen Würfel unterteilen. Ja, ist ja kein Problem. Übertrieben natürlich jetzt gezeichnet. Ja. Und unschön. Jetzt haben wir doch den großen Würfel. Ja, die hinteren Linien lasse ich mal wegen der Übersichtlichkeit halber weg. Jetzt haben wir doch den großen Würfel hier zerlegt, ja. Ich habe so drei Reihen erzeugt, ja. Mit jeweils 9 solche infinitesimalen Würfel mit dem Volumen dv. Ja, gut. Jetzt kann ich den großen Würfel auch ins Wasser legen, ja. Okay. Und wieder dieses Strömungsfeld hier betrachten. So, die Zahl, die ich für den großen Würfel rausbekomme, ja, ist natürlich jetzt dieses Dreifachintegral. Ja. Diese Zahl, genau diese Zahl hier, steckt in jedem Würfel mit dem Volumen dv drin. Ja. Das ist ja ein Skalarfeld. Wenn ich jetzt das Dreifachintegral über diesen großen Würfel, also Dreifachintegral über diesen großen Würfel berechnen,
ja, und dieses Skalarfeld betrachte, also ich integriere sozusagen mein Skalarfeld über diesen großen Würfel, dann mache ich ja nichts anderes als Zahlenwerte hier einzusammeln, ja. Meine Skizze ist natürlich unpassend, weil ich müsste sehr kleine Würfel hier reinbauen, ja. Das sind ja infinitesimale Würfel, aber dann wird es unübersichtlich. Jetzt haben wir halt eine endliche Anzahl von Würfeln, aber man kann sich das ja vorstellen, dass das viel feiner zerteilt ist. Ja, also kann ich an jedem Raumpunkt innerhalb dieses großen Würfels Zahlen zusammensammeln, ja. Und das macht ja genau das Dreifachintegral. Dann hätte ich doch insgesamt einen Zahlenwert, ja, der sich auf diesen großen Würfel bezieht. Ja, und wenn ich dann nachweisen kann, dass diese Strömung, die hier in allen drei Dimensionen, also nicht nur in x, sondern auch in die Dimension y und auch von unten nach oben in die Dimension z durch diesen großen Würfel fließt, ja, wenn ich da nachweisen kann, dass die letztlich nur von dieser Oberfläche beeinflusst ist, die inneren Würfel hier, die wo hier zusammenstehen, die geben keinen Beitrag. Wenn ich das irgendwie plausibel machen kann, dann kann ich auch wieder die Gleichheit formulieren, ja? Dann habe ich ja wieder dieselbe Situation wie mit dem kleinen Würfel, nur jetzt auf einen großen Würfel bezogen. Ja, aber das ist ja tatsächlich so, ja? Ich kann das weglassen. Denn das kann man sich so überlegen, ich nehme mal hier nur drei mit, ja? Also nehmen wir den hier mit, den hier und den hier. Okay, den nehmen wir jetzt mit auf die Folgeseite. Zeichnen wir vergrößert hier her. Okay. Also habe ich eine Dreierreihe hier rausgebaut, ja. Okay. Das müssen wir natürlich etwas genauer diesmal machen. Die inneren Kanten berücksichtigen. Ja, ist unschön, aber lassen wir das jetzt mal durchgehen, okay. So. Ja, jetzt sind wir hier in Wasser. Jetzt haben wir hier wieder die Situation, hier sind lauter Wasser. Teilchen drauf auf diesen Flächen. Ja. Und jetzt fangen wir mal an. Hier in den ersten Würfel, ja, fließt eine Wassermenge rein. Wir betrachten mal nur die Dimension x, deshalb das x hier. Ja, aus diesem ersten Würfel fließt wieder Wassermenge heraus, ja, in derselben Zeiteinheit, also dann die gleiche Wassermenge sozusagen, aber fließt eben raus. Nicht die gleiche Wassermenge, weil wir haben ja ein Vektorfeld, ja. Dann ist der Betrag von der Geschwindigkeit auf diese Moleküle hier bezogen, auf diese Wasserteilchen bezogen, ein anderer, weil wir haben ja diesen infinitesimalen Sprung drin. Siehe externes Video zur Divergenz. Aber trotzdem können wir das so ansetzen. Wir haben hier ein Volumen, das aus diesem ersten, ja, Würfel hier rausfließt in den zweiten. Okay? Aber der gleiche Anteil, ja, der gleiche Anteil, ja, der strömt ja vom ersten raus und in den zweiten rein. Ja? Die beiden sind gleich, ja, die liegen ja auf der, die Wassermoleküle, ja, die liegen auf derselben Grenzfläche. Die liegen auf der Grenzfläche zwischen ersten Würfel und zweiten Würfel. Da muss es so sein. Man sieht gleich, die heben sich heraus. Ja. Und hier genauso dasselbe Spiel, hier auf dieser Fläche. Ich habe hier eine Wassermenge, die vom zweiten in den dritten rausfließt, ja, in die Dimension x. Und dieselbe Wassermenge, die fließt in den dritten hinein. Ja. Wir betrachten ja diese Wassermoleküle. Ja, auch hier sieht man ganz klar, die heben sich raus. Ja, und was hier passiert? Ja, hier haben wir eine Wassermenge, die rausfließt. Ja, aber da grenzt kein Würfel mehr an, ja? Also ist das das Einzige, was überbleibt. Ja, und was bleibt über? Ja, das, was hier in die Oberfläche reinfließt und was hier in die Oberfläche, von der Oberfläche rausfließt, ja, von dieser. Was, die sind völlig irrelevant, die heben sich raus. Also kein Beitrag, die kann ich ja vergessen. Also was habe ich dann insgesamt? Ich habe dieselbe Situation wie bei dem kleinen infinitesimalen Würfel, auch beim großen Würfel. Ja, diese ganzen Beiträge hier drin, die spielen überhaupt keine Rolle. Ja, nur die sechs äußeren großen Seiten. Ja, und die sechs äußeren großen Seiten,
Das ist ja die Oberfläche von dem großen Würfel. Also kann ich diese Gleichheit formulieren. Das ist der Satz von Gauß. Ja. Also diese Oberfläche durch einen beliebig großen Würfel, ja, ist nichts anderes als dieses Dreifachintegral über die Divergenz. Okay, das war's. Ja, und jetzt kann man sich auch überlegen, dass das für jedes geschlossene Gebiet, für jede geschlossene Oberfläche gelten muss. Also beispielsweise auch für so einen Spitzkegel, ja, gilt es ja auch. Warum? Ja, den kann ich ja auch mit diesen infinitesimalen Quadern, mit diesen Volumen befüllen. Ich kann den ja auffüllen mit diesen kleinen Quadern und dann dasselbe Spiel nochmal gedanklich durchspielen. Ja, also der Satz gilt für jede Oberfläche. Ja, aber muss geschlossen sein. Ja, oder man kann es auch für nicht geschlossene, aber dann muss ich was an dem Bereich machen. Also ich muss dann den Bereich einschränken und so bauen, dass es eben dann geschlossen ist. Ja, dann kann ich den Satz hier auch anwenden. Ja. Okay, das war jetzt mal dieser Integralsatz von Gauß und dass der schon plausibel ist. Ja. Okay.